ಸ್ವಭಾವ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದಂ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಜೇತಾರಂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರುಂ ಭಜೇ. Wir haben sieben Hüllen in unserem Körper. Die erste Hülle ist der physische Körper, bestehend aus Fleisch und Blut. Die zweite Hülle ist die Prana-Bewegung. Die Prana-Bewegung, welche in deinem Körper geschieht, wie Einatmen, die Luft, welche in der Lunge ist, und der Sauerstoff, welcher sich überall in deinem Körper verteilt, das Ausatmen und das Reinigen. Es gibt fünf Prana-Bewegungen. Die Panchaprana, diese fünf Pranas nennt man Prana-Sharira, die Atemhülle. Die dritte Hülle ist das innere Geschwätz, welches konstant in deinem Innern läuft. Diese Hülle nennt man Manasharira, der Geist. Die vierte Hülle sind die Emotionen, die Gefühle. Ich definiere Emotionen als intensives inneres Geschwätz, welches nicht reagiert aufgrund deiner logischen Analysen. Das sind Emotionen. Das ist die vierte Hülle. Die fünfte Hülle ist das, was du im Tiefschlaf erlebst. Die sechste Hülle erfährst du in tiefer Meditation, gedankenlose Achtsamkeit. Die siebte Hülle ist die Erleuchtung. Du hast sieben verschiedene Hüllen in deinem System. Wenn all diese sieben Hüllen miteinander in Einklang fallen, werden all deine Samskaras, die eingekerbten Erinnerungen aus deinem System herausgelöscht. Wenn diese gespeicherten Erinnerungen aus deinem System herausgelöscht werden, fallen alle sieben Hüllen in Einklang miteinander, werden ausgeglichen, verbunden, wieder vereint. Diese Wiedervereinigung nennen wir Yoga. Wunderbar, Patanjali beschreibt, Yogaha Chitta Vritti Nirodaha. Das heißt, Leben ohne gespeicherte, eingekerbte Erinnerungen. Nur dann kann der gedankenlose Zustand erreicht werden. Wenn die gespeicherten Erinnerungen, die Samskara, herausgenommen sind, dann geschieht die Vereinigung. Physische Körper, zweite Prana-Bewegung, drittens der Geist, viertens Gefühle, fünftens der Tiefschlaf, sechstens die Meditation, siebtens die Erleuchtung, reines Bewusstsein, Selbstrealisation. Yoga ist, wenn all diese sieben Hüllen wieder vereint sind und die gesammelten und gespeicherten Erinnerungen aus deinem System herausgenommen worden sind. Die sieben Hüllen, vielleicht können wir sie noch einmal zeigen für die Leute, die später zugeschaltet haben. Noch einmal die Schlagzeilen. Die sieben Hüllen, der physische Körper ist die erste Hülle. Die Prana-Bewegung ist die zweite Hülle. Das innere Geschwätz ist die dritte Hülle. Gefühle sind die vierte Hülle. Der Tiefschlaf, was du während des Tiefschlafs erfährst, diese Stille ist die fünfte Hülle. Und was du in tiefer Meditation erfährst, diese Freude,
Diese intensiv schwingende Stille ist die sechste Hülle, Erleuchtung ist die siebte Hülle. Der Tiefschlaf ist die Grabesstille, eine negative Stille. Während der Meditation ist es intensive Stille. Das ist ein großer Unterschied. Wenn du in den Schlaf fällst und zurückkommst, bist du nicht intelligenter. Aber wenn du in Meditation gehst und zurückkommst, bist du intelligenter und glückseliger. Wenn du in den Schlaf fällst und zurückkommst, bist du vielleicht frisch, ein wenig ausgeruht. Aber du bist nicht glückseliger. Aber wenn du in Meditation gehst und zurückkommst, diese Stille nennt man intensive Stille, Leben, schwingende Stille. So, die sieben Hüllen, wir speichern verschiedene Samskaras, gespeicherte Erinnerungen in verschiedenen Hüllen. Normalerweise sind die Samskaras bezüglich Verlangen im Prana, im Atem. Die Samskaras, die gespeicherten Erinnerungen bezüglich der chronischen Müdigkeit oder Trägheit, sind im Körper gespeichert, im physischen Körper. Deshalb, wenn du 2-3 Mal versuchst, Körperübungen zu machen, trainieren oder sogar zu gehen, ist das Erste, was der Körper meldet, die Müdigkeit. Aber ohne die erste Ebene der Samskara zu berücksichtigen, wenn du anfängst, Übungen zu machen, plötzlich siehst du, dass dieselbe Trägheit dir Energie bringt. Wenn du anfängst zu gehen, sagt dir dein Verstand 10 Mal in 2 Minuten, oh, ich bin müde. Nein, nein, es ist viel zu viel. Wir machen genug. Heute ist es okay, wir können es morgen machen. Er versucht sein Bestes. Aber wenn du die Samskaras nicht beachtest und einfach weitermachst, bringt die gleiche Aktion dir Energie. Karma palatyaga, na karmatyaga. The results of the action should be surrendered, not the action itself. Die Früchte der Handlung soll aufgegeben werden, nicht die Handlung selbst. Karmatyaga ist sehr einfach. Damit wurde die ganze Spiritualität beendet. Das Schlimmste, was in Indien passiert ist, ist nicht unsere Tradition, sondern das Nichtbefolgen der Tradition. Nicht befolgen, was Krishna sagte. Nicht befolgen, was unsere Tradition anbot. Ich sehe ständig diese oberflächlichen, analytischen Meldungen. Diese Kerle machen weiter mit Beleidigungen. Letztens habe ich einen Artikel gelesen, in welchem sie ein neuer Schimpfausdruck wählten. Hindu-Wachstumsrate. Ich war überrascht. Es bedeutet, dass Indien wegen seiner Tradition leidet. Es ist nicht so. Indien leidet, weil wir unserer Tradition nicht folgen. Wir verinnerlichen unsere Tradition nicht. Anstatt Karma Palatyaga begannen wir mit Karma Tyaga. Feststecken in der ersten Hülle, in Trägheit. Feststecken im Körper, im physischen Körper selber, wo Trägheit gespeichert ist. Ich habe viele Dinge in den Dörfern und vielen Orten gesehen. Dinge wie statt Karma Palatyaga, Karma Tyaga. Bis 10 Uhr morgens sind die Teehäuser voll. Die Menschen sitzen und reden. Wenn du die großen vedantischen Wahrheiten hören willst, gehe in die Teehäuser der Dörfer, morgens um 10. Du wirst die Menschen sehen, dort sitzen, ihren Tee schlürfen und sagen, oh, ohne Gottes Gnade kann nichts getan werden. Nur durch Gottes Gnade kann alles geschehen. All die großen Wahrheiten. Aber nur um zu rechtfertigen, was sie nicht machen. Nicht um sie zu verinnerlichen. Karma Palatyaga sollte die Wahrheit sein. Aber Karma Palatyaga geschieht,
wenn du im physischen Körper feststeckst. Chronische Müdigkeit oder intensives Verlangen nach Ausruhen. Ich habe Menschen gesehen, bei welchen dieses intensive Verlangen, sich auszuruhen, Krankheiten hervorbrachte, welche dich ins Bett legten. Intensives Verlangen für Ausruhen, gerade wenn du irgendwelche Werbung für Hotels siehst, Strandhotels im Speziellen. Wenn du ein Foto von einem wunderschönen Strand siehst, ein Liegestuhl und jemand darin liegt, in diesem Moment, wo du das siehst, passiert etwas in dir. Du denkst, das solltest du auch tun, dort zu liegen, dich zu erholen, total in Frieden, in tiefen Frieden. In dem Moment, wo du das siehst, erwacht etwas in dir. Ich nenne das intensives Verlangen nach Trägheit. Verstehst du? Wenn du genau denselben Strand, denselben Stuhl findest und dich hinlegst, wirst du nicht denselben Frieden haben, wie du ihn dir vorgestellt hast. Bevor du nicht die Trägheitserinnerungen, die Lethargieerinnerungen in deinem physischen Körper abgebaut hast, kannst du nicht entspannen. Dein Verlangen nach Entspannung lässt dich nicht entspannen. Verstehe. Swamiji, wie kannst du das sagen? Mein Verlangen nach Entspannung wird mich entspannen lassen. Werde ich oft gefragt. Nein, es wird dich nicht. Weil es aus der Erinnerung stammt, aus den Samskara, den eingekerbten Muskelerinnerungen. Sogar wenn du denselben Strand, denselben Stuhl, dieselbe Bank, denselben Ort findest und du dich hinlegst, in dem Moment, wo du dich entspannen beginnst, nach wenigen Minuten setzt sich diese Samskara ein und ein Samskara aus einer weiteren Ebene öffnet sich. Trotz der Entscheidung, dich zu entspannen, wenn sie aufgrund eines Samskaras, einer Muskelerinnerung basiert, kannst du nicht entspannen. Die erste Samskara-Ebene ist intensives Verlangen nach Erholung. Ständig kannst du sehen, ob dein Verstand dich zurückwirft. Es gibt eine wunderschöne Geschichte in den Upanishaden. Ein Schüler geht zum Meister und fragt, Meister, bitte gib mir die Methode zur Erleuchtung. Der Meister sagt, nimm diese 400 Kühe und wenn sie 1000 geworden sind, komm zurück. Ein moderner Schüler würde sagen, was, du verdienst 600 Kühe durch meine Erleuchtung? Du versuchst die Kühe zu vermehren aus meinem Suchen. Aber dieser war ein sehr ernsthafter Schüler und kümmerte sich nicht darum, was der Meister sagte. Er nahm die Kühe und die Geschichte sagte, als die Kühe 1000 wurden und als er zurückkam und erleuchtet wurde, sagte der Meister, jetzt haben wir 1001 Kühe. In den vedischen Traditionen sind Kühe als heilige Sache sehr respektiert. Er sagt, dieser Mann ist nun auf die heiligen Ebene aufgestiegen. Das Eigentliche, was geschieht, wenn du mit Kühen arbeitest, sie lassen dich nicht entspannen. Sie wissen nicht, dass du 24 Stunden arbeitest. Sie wissen nicht, dass dich niemand ersetzt. Sie wissen nicht, dass heute ein Feiertag ist. Sie wissen nicht, dass ein Mensch nur eine 8-Stunden-Schicht arbeiten kann. Sie haben diese Probleme nicht. Ununterbrochen verlangen sie deine Aufmerksamkeit. Bei diesem Mann ist durch ständiges Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten mit ihnen das tiefe Verlangen nach Ausruhen verschwunden. Ich kann sagen, wenn dein tiefes Verlangen nach Ferien, dein tiefes Verlangen nach Entspannen, die chronische Müdigkeit dein System verlässt, ist 90% deiner spirituellen Reise gemeistert. Das ist das schlimmste Problem. Die eingekerbten, gespeicherten Erinnerungen in der ersten Hülle, im physischen Körper. Zweitens, im Prana-Sharira, im Prana-Körper, in der Atemhülle, speicherst du alle Wünsche. Deshalb, wenn immer sich dein Verlangen ändert, wird sich die Atembewegung auch ändern. Wenn dich ein starkes Verlangen wie Lust oder Wut
ja sogar Wut ist eine Art Verlangen, gepackt hat, ändert sich deine Atmung. Sie wird chaotisch. Die dritte Hülle ist die Mentalhülle. In der Atemhülle, der zweiten Hülle, speicherst du die Gedanken darüber, wie dein Leben sein sollte, Wünsche. In der Mentalhülle speicherst du die Erinnerungen, wie dein Leben nicht hätte sein sollen, das heißt Schuld. Wenn deine Energie in Richtung Zukunft geht, das sind Wünsche. Wenn deine Energie in Richtung Vergangenheit geht und sich ständig um sie dreht, das ist Schuld. Wenn sie in Richtung Zukunft fließt, ist es Verlangen. Wenn sie in Richtung Vergangenheit fließt, ist es Schuld. Das sind verschiedene Arten von Bewegungen. In der Mentalhülle, der dritten Hülle, speicherst du die Erinnerungen bezüglich Schuld. In der vierten Hülle, den Emotionen, den Gefühlen, speicherst du alle Vorstellungen bezüglich Schmerz. Verstehe, die vierte Hülle ist eine sehr mächtige Hülle. In der vierten Ebene benötigst du keine Handlungen oder Informationen, um die Erinnerung wachzurufen oder zu verstärken. In der ersten beiden Hüllen benötigst du Handlungen, um die Erinnerungen zu verstärken. Das heißt, die Müdigkeit oder das Verlangen, sich auszuruhen, je mehr du dich hineingibst, desto mehr wird das Verlangen stärker. Genau gleich mit den anderen Verlangen. Je mehr du aufgrund von solchen Verlangen unternimmst, desto stärker werden sie. Die dritte Hülle, schuldbezogene Erinnerungen, brauchst du nichts zu tun, aktiv zu werden. Nur die Information einer Handlung, das heißt, wenn du denselben Ort, dieselbe Person, dieselbe Situation siehst, erwacht und verstärkt sich diese Erinnerung. Aber in der vierten Hülle, den Schmerzerinnerungen, sind die Erinnerungen allein genug, um diese zu verstärken. In der ersten Hülle ist die chronische Müdigkeit, die Lethargie, in der zweiten die Wünsche, die Begierden, in der dritten Schuld und in der vierten Schmerz. In der Schmerzebene brauchst du weder Handlungen noch Informationen bezüglich Schmerz. Du brauchst den Schmerz nicht wieder und wieder zu erfahren. Die Erinnerungen allein sind genug, um sich zu vermehren und zu erweitern. Die tieferen Ebenen, die fünfte Hülle, die Hülle, in der du den Tiefschlaf erfährst, obwohl es dort Aufzeichnungen gibt, kannst du nichts dagegen machen, weil während des Tiefschlafs dein Verstand nichts machen kann. Es ist eine unbewusste Ebene. Wenn du die Stärke deiner Erinnerungen, Samskaras, in den ersten vier Hüllen reduzieren kannst, wird das natürlich die fünfte und sechste Hülle reinigen. Die fünfte Hülle wird gereinigt, wenn du die ersten vier Hüllen gereinigt hast. Wenn du die fünfte Hülle, Tiefschlaf, gereinigt ist, wirst du die sechste Ebene, die Meditationsebene, mehr und mehr erfahren. Die fünfte Hülle ist die Ebene des Tiefschlafs, die sechste Hülle die Ebene der Meditation. Wenn du einfacher in den Tiefschlaf fällst, heißt das, dass die ersten vier Hüllen rein sind. Wenn die ersten vier Hüllen nicht rein sind, wirst du in der fünften Ebene mehr leiden. Deshalb gibt es so viele Probleme bezüglich des Schlafs. Je mehr es Stress und Belastungen gibt. Der Schlaf wurde zum großen Problem. Vor allem in den entwickelten Ländern haben die Leute Betten, aber keinen Schlaf. Die Infrastruktur hat Einrichtungen geschaffen, um Betten in verschiedenen Temperaturen, unterschiedlichen Komfort und vielen anderen Dingen zu haben. Aber sie haben keinen Schlaf, aufgrund von zu viel Stress.
Nicht nur das. Wenn in der vier ersten Hülle die Aufzeichnungen zu stark sind, wird die Verbindung zwischen dir und deinem Körper unterbrochen. Ich sage den Menschen immer, die Aufzeichnungen in den ersten vier Hüllen zu reduzieren, heißt, Freundschaft mit deinem Körper zu schließen. Freundschaft mit deinem Körper zu schließen, weil wir uns nicht bewusst sind, wie sehr wir ihn missbrauchen. Verstehe, wenn du übergewichtig bist, ist das direkt mit einer solchen Erinnerung verbunden. Wenn du eine innere Leere, Einsamkeit empfindest, fängst du an, sie zu füllen. Manchmal mit Essen oder mit Trinken. Eines von den beiden. Alles, was in deinem Leben passiert, ist direkt mit einer Erinnerung, einem Samskara verbunden. Das Entfernen diesen gespeicherten Aufzeichnungen, Erinnerung, so kann man sagen, ist Freundschaft mit deinem Körper schließen. Ich kann bestätigen, dass das die beste Art der Heilung ist. Freundschaft mit deinem Körper schließen. In den letzten Tagen hatte ich einen langen Brief und Bericht von einer Schülerin aus den USA erhalten. Sie kam in unser Programm vor etwa 2 Jahren. Sie machte genau dieselbe Meditation, welche wir heute machen. Sie hatte einen Tumor im Muladhara-Chakra im Wurzelzentrum. 3-mal wurde sie operiert, sie selbst ist Ärztin, aber wieder und wieder wuchs der Tumor an der gleichen Stelle. Sie kam und machte diese Meditation. Dann, während der Meditation, begann sie plötzlich unkontrolliert zu weinen. Ich versuchte ihr zu sagen, bitte beruhige dich. Aber es war unkontrollierbar. Nach der Meditation fragte ich sie, wo liegt das Problem? Sie sagte, plötzlich erlebte ich die Schuld wieder, welche ich durch körperlichen Missbrauch eines Verwandten erfuhr. Körperlicher Missbrauch, womöglich sexueller Missbrauch. Sie sagte, dass plötzlich ein Samskara, eine gespeicherte Erinnerung, sich öffnete und die Schuld hervorkam. Ich durchlebte sie wieder. Deshalb war ich nicht fähig, es zu kontrollieren. Das Weinen war unkontrollierbar. Bitte vergib mir, Swamiji. Ich sagte, das ist okay, lass es gehen. Wiedererleben ist loslassen. Verstehst du? Bewusstes Wiedererleben ist loslassen. Natürlich weiß ich, dass Wiedererleben heilt, aber es war wundersam. Es ist passiert. Sie sagt, nach diesem Loslassen, nach dieser Meditation, nach dem Wiedererleben, war der Tumor innerhalb eines Monats verschwunden und kam nie wieder seit 1,5 Jahren. Er kam nicht wieder. Ich war überrascht. Natürlich weiß ich, dass Loslassen heilt. Loslassen der Schuld, das Auflösen der Samskaras, den gespeicherten Erinnerungen heilt. Aber das war wirklich wundersam. Ein Wunder. Die Schuld, welche sie in den jungen Jahren erschaffen hatte, nicht nur den Hass gegen diese Person, er hatte sich zum Hass gegen ihr selbst erweitert, gegen sie selbst und diesem Körperteil, so wurde dieser Hass zum Tumor und zur Krankheit. So dieser Hass wurde zur Krankheit. Wenn diese Erinnerung losgelassen ist, wenn diese Schuld aufgelöst ist, als sie rein war, als diese Schuld ihr System verlassen hatte, wurde sie gesund. Verstehst du? Wir speichern so viele Schmerzen und Leiden, physische und mentale Krankheiten in unserem System, in Form von solchen Aufzeichnungen, den gespeicherten Erinnerungen. Nicht nur Krankheiten, sogar Störungen, Gewicht, Übergewicht,
Fettleibigkeit oder viele andere Störungen. Sogar diese Störungen sind direkt mit einer solchen Aufzeichnung verbunden. An den Erinnerungen der ersten vier Hüllen zu arbeiten und sie aufzulösen, sie wieder zu erleben und loslassen zu können, wird dein System sehr kraftvoll heilen. Verstehe, das ist eine sehr starke Methode, eine starke Technik, und ich sage dir, sie ist mindestens 100-mal stärker als Yoga oder eine Form von Kriya, was du machen kannst. Yoga und Kriya heilen zweifellos. Durch Meditation ist das der direkte Angriff auf das Wurzelzentrum, die Ursache des Leidens. Yoga wirkt in deinem Körper, in deinem physischen Körper, reinigt all deine Trägheitserinnerungen und heilt dich. Die Kriyas, die Atemtechniken, wirken in der zweiten, in der Atemebene und löst diese Aufzeichnungen des Verlangens, reduziert Stress und beginnt zu heilen. Aber diese Meditation, diese Methode wirkt direkt auf deiner vierten Ebene. Du kannst nur bis Maximum zur vierten Ebene arbeiten. Darüber hinaus kann deine Logik nicht gehen. Du kannst nicht machen. Jenseits derer kann nur die Präsenz des Meisters die Arbeit ausführen. Aber egal, du kannst bis zur vierten Ebene arbeiten. Die Meditationstechnik wirkt direkt auf der vierten Ebene und heilt dich. Deshalb ist sie so kraftvoll. Du brauchst dich komplett einzulassen, zu interessieren. Du musst deine ganze Aufmerksamkeit und Achtsamkeit in die Technik geben. Wenn du das durchläufst, dich einlässt und wieder herauskommst, wirst du sehen, dass in deinem Inneren Wunder geschehen sind. Wenn du die Wissenschaft der Wunder nicht verstehst, wirst du Unfälle machen. Wenn du weißt, wie du dein Inneres selbst benutzen kannst, wirst du Wunder kreieren. Wenn du nicht weißt, wie dein Inneres zu gebrauchen ist, machst du Unfälle. Beides sind jenseits deiner Logik. Unfälle oder Wunder sind beide jenseits deiner Logik. Wenn der Effekt zu deinen Gunsten ist, erwünscht, dann nennst du ihn Wunder. Wenn der Effekt dir nicht gefällt, unerwünscht ist, dir nichts nützt, nennst du ihn Unfall. In deinem Innern, wenn du weißt, wie es anzuwenden, wirst du ständig Wunder kreieren. Reinigen des eigenen Innern ist der Plan für Wunder. Wenn du nicht weißt, wie du es anfangen musst, wirst du ständig Unfälle machen, weil du dann die gleiche Frequenz von Begebenheiten und Handlungen in deinem Leben anziehst. Das ist eine wunderbare Wahrheit, welche du verinnerlichen sollst. Nicht nur verinnerlichen, erfahren durch Eintreten in den Prozess. Verstehe, ich will nicht mal das Wort Meditationstechnik benutzen für das, was wir heute machen. Heute machen wir zwei Sachen. Das eine ist Prozess und vielleicht kann man das zweite Meditation nennen. Das erste kann man nicht Meditation nennen, weil es ein Wiedererleben ist. Auf alles eingehen, was dir Angst macht, alles, was dich erschreckt, es anzuschauen, es erleben, es wieder erleben. Das nenne ich Loslassen. Das nenne ich Loslassen. Wiedererleben ist Loslassen. Wiedererleben ist Heilung. Und wenn wir beginnen mit der Meditationstechnik, eine sehr kraftvolle Technik, welche du zu Hause jeden Tag anwenden und üben kannst. Shiva.